Moin Leute, hallo und liebe, herzlich hallo. Willkommen, ne? Liebe, herzlich willkommen. Jo, wie es mal so ist, wir haben etwas gefunden, was wir seit Ewigkeiten gesucht haben. Und jetzt haben wir es gefunden, ja, eigentlich durch Zufall vielmehr. Und jetzt wollen wir es sämen. Wir sprechen hierbei von einem Giga. Wir haben da eigentlich gar nicht mehr dran gedacht, dass wir nochmal jemals eins im Gesicht bekommen. Ja, das wir haben es eigentlich schon aufgegeben quasi. Jetzt müssen wir gucken, wo der nochmal war. Wir sind so viel geflogen, weil wir in der letzten Zeit so viel gebaut haben. Ja, genau. Müssen wir mal kurz gucken, wo der gewesen ist. War ein giftgrüner Giganotor. Ja, der war richtig schön. Ja. Wie mal geschaut. Nun ist wieder mal unvorbereitet. Also kein Kippel gebaut, kein gar nichts. Und wir hoffen, dass dieser Primeat jetzt noch. Wir hatten ein bisschen Primeat in unser Primeat noch ziemlich drin, frisch ist. Aber. Das vergammelt ja immer so schnell. Ja. So, guck dich mal um, egal, ob du den siehst, der war hier irgendwann nämlich. Wir versuchen, viele Leute machen die Methode. Erstmal müssen wir ihn finden, bevor wir das große Sappeln kriegen. Vielleicht finden wir ihn ja gar nicht mehr, weil er aufgefressen worden ist. Ja. Hä, wo ist denn der? Wo genau war der denn eigentlich? Der war hier jetzt. Da, nee, ich sehe ihn. Siehst du ihn? Ja, der hängt da, der hängt gerade doof da. Ah, ja, genau, okay. Ja, da ist er. So viele Leute stellen sich. Oh nein, die kann ihn auf gar keinen Fall landen. Nicht so weit runter. Okay. Nee, das ist ein Ding. Ja, schieß ihn mal an. Nee, das ist ein. Was? Das sind die Blue. Ja. Oh, genau. Aber dieselbe so, Farbe, so ne? Grün hat er übrigens auch. Genau dieselbe Farbe, ist ja unfassbar einfach. Wo ist denn der Giga jetzt hin? Ich wollte dir gerade schon die Erzählung, den Erklärenbär geben hier. Da ist er! Ja. Wir haben den Giga. Und viele Leute, liebe Leute, machen das so, dass die. Kann ich schon anschießen? Ja, mach mal, Bogen. Höher anvisieren, ja, Inka. Weiß. Muss ich das nochmal wieder erzählen? Die bauen B-Motore. Und finde ich eigentlich eine scheiß Idee. Ja, gut, kann man machen. Aus Stahl B-Motore, ich glaube 4, 5 Stück, um ihn herum, dass er sich nicht bewegen kann, um ihn dann so gefangen zu nehmen. Wir versuchen das jetzt mal von Quetzi aus. Wollen wir mal gucken. Oh, ist der groß. Der kann nicht springen oder so ein Scheiß, ne? Ja, genau! Oh. Du musst hier so. Ja, wir schneiden das, glaube ich, jetzt ab. Wie kriegen wir dich da wieder weg, mein Gott, Alter? Ich zähm's jetzt ja. Erstmal, bevor ich. Also, ja, gut, ich bezähm ist auch schon gut, ne? Es muss sich in. Inka, Alter. Da liegt sie. Oh toll, wie soll ich den jetzt noch kriegen? Ich lieg da, hat er mich nicht gefressen. Alter, ich habe alle meine Pfeile da gerade reingeschossen. Wo ist der jetzt hin? Da hinten. Da rennt er rum. Der will bestimmt schlafen jetzt. Ne, das sind die Blodokos. Hä? Wo ist der Giga? Ja, der ist so da, groß. Da, was? Okay. Oder kann der jetzt immer den Sprung bloß nicht runter? Das ist der Idomino Rex von. Der ist bestimmt unter uns irgendwo. Jurassic World. Guck mal, aber der ist auf Warnung, ne? Der Triceratops. Ja. Hä, willst du mich verarschen? Wo ist denn der Giga hin, Alter? Flieg ganz vorsichtig ein Stück da. Nee. Nein, immer noch flieg nicht. Flieg vorsichtig ein Stück mit deinem. Da ist ein Carnotaurus, wir bräuchten Primate. Mit deinem Quetzal, vielleicht steht er ja unter uns. So geil, Alter, dass du dich immer gleich freiwillig. Ich bin die Kante runtergefallen. Was? Ich bin die Kante runtergefallen. Da. Nein, das ist immer noch der Diplokotus. Hä, wo ist der Giga hin? Vielleicht pennt er ja auch schon. Was, nach so ein paar Schüssen nur? Oder ist er gelangweilt von dir? Warte mal, weißt du, was wir jetzt machen? Ich hab mich eigentlich nicht gefressen. Ich lieg da nicht auf dem Fetsch, ne? Da. Ja, der ist gelangweilt von dir. Oh, Alter, bitte. Den nachher hier mit wegfliegen ist, glaube ich, viel unmöglicher, ne? Ja, guck mal, der hat gar kein Interesse mehr an uns. Langweiliger Giga. Ja. Jetzt kommt er. Alles muss nicht runterfallen. Was? Ich heiße nicht Inka. Oh! Oh nein! Und es der darf nicht einschlafen, auf gar keinen Fall. Was muss der auch so flattern? Alter, zwei Schritte und der ist von hinten. Pass auf, dass du dein Ding da nicht erwischt. Mein Ding? Was ist mit deinem. Hast du keine Gewehrmunition mehr? Alter, der hat mal ganz kurz ein Ding weggesnackt. Mann, dieser. Oh Mann. Alter, ja, ich merke das schon.
Verstört ihn mit Quetzi ab, Alter. Ah, mein Tabajara nervt hier so ein bisschen. Dass der ja auch nicht sich beruhigen kann hier, ne? Oh, der hat dich weggesnackt. Okay. Er kriegt einen größeren Aggressionsstatus, ne? Hast du so. Na super. Versuchen wir mal dran zu schießen. Hast du nicht diese, dieses Gewehr? Was? Ach so, ja, das stimmt eigentlich auch. Haha. Treffe ich ihn damit überhaupt? Oh ja, vielleicht ein bisschen langsamer nachladen und so weiter und so fort. Ihm gefällt es ja auch scheinbar. Ja, jetzt schaut er, jetzt snackt er sich bestimmt die Diplodokus weg. Nee, haut ab. Ist er müde, bestimmt. Meinst du, er wird schon müde? Das ist ein Giga, der haut doch nicht einfach so ab und wird müde. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Na, dann warum meint er her, ne? Er müsste halt zu dieser Stelle zum Buchstaben, ne? Oder soll ich mich mal lenken? Geh mal ab. Was? Er hat gerade den Dings weggesnackt. Ja, okay. Das war nur ein Ablenkungsmanöver von ihm, der alte Penner. Wir können nicht so weit weg, ich muss mal Sachen hier halten. Ja, haha, ich weiß das, Inka, ich weiß das. Aber vielleicht mal nicht runterspringen. Das wäre natürlich eine gute Option gewesen. Fallen. Genau, du läufst zurück. Was hältst du davon, du läufst ein paar Mal im Kreis bei uns hier. Bei dem, was er schon alles weggesnackt hat. Boah, Alter, das ist aber ziemlich bedenklich hoch. Sobald er schläft, Inka, musst du sofort wach werden. Ja. Wenn ich ihn zum Schlafen kriege, Alter. Boah. Das ist mal mit dem Gewehr. Das ist zu weit weg für ein Gewehr, glaube ich. Ich weiß auch, dass du nicht deine Quetze triffst. Treffer. Treffen tue ich ihn definitiv noch. Oh. Fliegt er ganz hin, der Penner. Wenn er jetzt sagt, fliegt bedingt. Nein! Nein, 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 nein. Wieso lässt er sich dann nicht davon. Wieso rennt denn immer weg, der Penner? Ich denke, der ist einer, der so aggressiver wird und dann gerade grillen möchte, wenn er angeschossen wird. Oh Gott, das wird ein Kampf. Egal, ich hätte mich persönlich nicht darunter geworfen. Vielleicht sollten wir mal gucken, eine Möglichkeit nutzen, dass du mal wieder lebendig wirst. Ja, und ihn dann weiterzählen. Die Sache ist. Der frisst mich ja sofort, ich komme noch niemals hoch zu euch. Ja, du solltest landen vielleicht oder so. Also ich lande dann und du kommst hoch dann. Ich treffe ihn. Ja. Ach, lass ihn mal kurz. Ja, dann wo sind meine Klamotten? Er rennt in die Richtung. Wo sind meine Sachen? Das wird ewig dauern, Leute. Das sage ich euch. Das wird ewig dauern. Ja. Oder lenkst du mir eine Tabajara irgendwie ab oder so? Keine Ahnung. Was? Na, nicht landen bitte. Du darfst auf keinen Fall landen jetzt. Er kommt fristig weg. Ich kann es versuchen, okay? Ja. Du musst ein bisschen im Blick haben einfach. Ich glaube, der ist abgehauen jetzt. Toll, Inka. Ja, eigentlich geht das Ding auf deine Kappe, weil du dich wieder in den Tod geworfen hast. Ich gleich wieder. Pass auf, ich melde mich jetzt gut. An. Freunde, wir schalten, glaube ich, wieder rein, wenn das denn alles geklärt ist mit der Inka. Ach, die ist hier oben, natürlich. Und ob wir den jemals wiederfinden werden, das ist schade. Okay, dann bis gleich, Freunde, bis gleich. So, nochmal neue Taktik. Die Inka ist wieder am Leben. Natürlich sind ihre Klamotten voll im Arsch. Ich leg den mit meinem Tabajara ab, beziehungsweise versuche ihn auf und zu lenken. Und, ja, die Inka versucht ihn dann zu erwischen. Ich muss so gucken, dass die Position finde, wie ich ihn auch treffen kann. So jetzt zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel. Du musst höher anvisieren, Inka. Ja, genau, der könnte treffen. Das Dumme ist, wenn wir weiter reingehen, erfrierst du im Schnee. Ja, ich muss aufpassen, dass. Da ist ein Jutyrannus. Der wird hier alles leer fressen. Hier, wo ist der? Wo ist der Penner? Der ist hinter den Bäumen. Da sind zwei Jutyrannus. Oh, ich raste aus. Da ist er, hinter den Bäumen. Wo hast du den gesehen? Ja, die. Wo ist denn der? Sinnvoll nicht. Da springt unter mir hoch, wieso? Ah ja, der rennt natürlich voll ins Schneegebiet rein. Ja, da müssen wir ihn rausholen. Also super wäre gute Treffer jetzt. Oh, den kriegen wir niemals alleine gezähmt, Alter. Am besten hätten wir diese Taktik machen müssen. BM-Motore vorbereiten und dann. Weil jetzt weiß man, warum das die Leute das machen. Weil man den alleine hier gar nicht hinterher rennt. Der reißt ja hier erstmal alles auseinander hier. Das können wir vergessen, Inka. Du wirst hier erfrieren. Thank you.
Oh, Alter, warum muss der denn jetzt nicht landen? So, jetzt komm, lande jetzt. Natürlich. Normalerweise springen sie immer rechts ab. Jetzt springt er links ab. Wo ist der denn sich hin? Rennt er vor uns weg oder was? Siehst du ihn überhaupt noch? Ich ahne ihn. Ja gut, wir müssen uns aufgeben. Ja, Inka. Ich schieb dir jetzt aber mal die Schuhe. Und sage mal, wärst du mal nicht zweimal gefallen, dann hätten wir ihn jetzt wahrscheinlich gehabt. Hätten wir sie zweit betäuben können. So ist er für uns unerreichbar, da wir keine Schneeklamotten anhaben. Gut, liebe Leute. Dann, weiß ich nicht, dann müssen wir jetzt losziehen und den in den Bergen jagen, wenn wir unsere Fellklamotten anhaben. Was ich natürlich sehr, sehr blöd finde jetzt gerade, aber ein bisschen Enttäuschung ist dabei. Und mit Enttäuschung muss man wohl leben, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Freunde, ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass die Aufnahme beendet hatte gerade. Und, okay, da ist Inka auch. Hallo. Oh Gott, das hat geklappt. Habe ich Fleisch am Stissel gerade eigentlich? Ich komme mit dem. Ich hatte, der ist gerade in diese Richtung hier geflüchtet, Richtung des grünen Arks. Und ich habe noch mal schnell einen Screenshot gemacht, weil wir das Glück hatten, dass er sich tatsächlich in so einen Felsen reingeglinscht hatte. Inka, bitte ein bisschen schneller runterkommen, also ernsthaft. Naja, ich kann mit dem Top-Jammer ja nicht, der landet ja nicht im Wasser. Nicht da auf den Felsen, denk nach. Nein, der kommt doch nicht ins... Hier ist doch der Strand. Warum landest du denn nicht am Strand? Jetzt landet sie gegenüber. Ach Gott. Also Leute, ihr merkt schon, mit der Frau ist es nicht einfach. Ich hoffe nur nicht, dass er wach wird, Alter. Ja, das ich drücke nochmal einen rein. So. Herr, wo ist das Prime-Meet hin? Haben wir nicht mehr. Haben wir das Prime-Meet nicht mehr? Ist es schon vergammelt? Nee, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wo ist der Quetz gesammelt? Genau. Ja, hier sind wir. Dann jag mal was. Hier gibt es genügend Tarkanus eigentlich am Strand. Ich muss bloß mal gucken, wie weit die Zähmung ja, hier. Oh, da war die Zähmung. Oh Gott, der wird ja gleich wieder wach! Der Kollege! Ich pack dir mal kurz was zu fressen rein. Ich jag ihm mal ein paar Dinger rein jetzt auf jeden Fall. Na, du musst ja genügend Lebensenergie haben, ne? Achte mal auf. Was? Ja, der. Also ich denke mal, die Zähmung wird ewig dauern, Leute. Die Zähmung wird ewig dauern. Männlicher Giganotto. Ich glaube, ich esse was rein, ne? So. Ja, er ist praktischerweise im Wasser gelandet, aber wir haben schon öfters mal gehabt, dass einige ins Wasser gefallen sind, einige Saurier, die danach ersoffen sind. Also, liebe Leute, wir schalten mal wieder rein, wenn man sich mal ein bisschen was tut. Wie bei den Quetzen, hat es auch ewig gedauert, bis wir den gezähmt hatten. Ja, dann bis bald. Oh Gott, guck mal, die Katze riecht zugucken, wie die runtergeht, die Zähmung, ne? So, Freunde, noch einen kleinen Zwischenstand. 14%. Die Inka jagt, das ist wichtig. Also hier alleine, denke ich mal, wird es echt schwierig. Ihr musst echt alles am Schlüssel haben. Und vor allem mit Prime Meat ist es sehr schwer, das vergammelt ziemlich schnell. Ja gut, wie gesagt, tut sich was, sind wir wieder am Schlüssel. Okay, Freunde, ja, Pix. So, ja. La 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 la
So, kleinen Zwischenstand. Das Spiel war gnädig und hat mir aus dem Brontosaurus, den ich hier gerade gejagt, ich weiß gar nicht, ob man das in der letzten, im letzten Zwischenstand gesehen hat, hat mir, ja, das am Brontosaurus war, hat mir jede Menge Primeat rausgehauen. Das fand ich sehr nett von dem Spiel und das hilft natürlich enorm. Und mal gucken. Frisst du das? Jawohl. Ja, gut, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass du nochmal einmal frisst, bevor es gammelt. Aber ja, das wäre schon nett. Das wäre nett von Spiel. Aber wie gesagt, da war das Spiel tatsächlich mal gnädig und haut uns mal echt mal Primeat aus dem Bronto raus. Das Glück hat man sonst nie. Immer wenn man Primeat braucht, es vergammelt natürlich super schnell weg in den Taschen. Ja, dann ist es natürlich weg, wenn man das Tier, was man gefunden hat, eigentlich zähmen wollte und dann betäubt auf den Mund. Wir haben ihn. Er hat nichts gegessen. Oh. Das Primeat vermutlich. Ja, das Primeat. Primeat, mein Lieber. Nein, du hast Primeat wieder gesagt. Primeat. Wie nennen wir ihn denn? Kolossos nennen wir ihn oder so. Oder wie wollen wir ihn nennen? Oder wollen wir. Schafsan haben wir ja schon. Berg. Berg? Der Berg, der Berg. Okay. Berg ist auch gut. Felsen. Nee, Felsen ist doof. Der kann sich auch Kieselsteinchen nennen. Berg. Ja, warte mal. Berg? Ups, ja, wir, weiß nicht, nennen ihn irgendwie. Wir werden Kolossus geschrieben. Ja, mach weiter. Muss ich jetzt hier buchstabieren? Egal, es wird immer vorgeschlagen. Das ist so geil, die ist so geil. Okay. Die oh! Alter Vater, ne? Ja, mach, okay. So, der ist jetzt auf dich jetzt gepimpt, ne? Ja, tatsächlich. Also läuft er dir hinterher. Aber kommt, dann lauft doch zu viel oben, auf ihn draufstehst einfach. Gruselig. Aber er soll ja aber auch die Tribes mit angreifen und so, ne? Das ist ja, man muss echt aufpassen. Auch wenn man ihn gezähmt hat, der rastet gerne mal aus. Versuch ihn mal, dass er hierher kommt. Oder hier drüben zu den Tabajeras und zu den Quetzis. Da haben wir Glück gehabt, dass er da wirklich da. Nee, wenn die Tabajeras nicht mehr rüberfliegen. Ich weiß nicht, wie der so im Wasser ist. Wer, der Tabajara? Der läuft, der läuft darüber. Du hast gesehen, das Wasser ist bis bei ihm Knöchel hoch. Aber ich will mal auf Augenhöhe mit ihm fliegen. Warte mal ganz kurz, ich will mal mit ihm herumfliegen. Mit Tabajara. Ja, der kommt gar nicht. Du musst ihn vielleicht mal fragen, ob er Lust hat. Oder ist er wirklich, weil er festgeglinscht war, ne? Das wäre natürlich ärgerlich. Jetzt hätten wir wahrscheinlich einen Giganotosaurus irgendwie gefangen und nur weil er geglinscht war und jetzt kriegen wir nicht raus, weil er geglinscht war. Kannst du nicht versuchen, da aus den Felsen zu befreien? Ja. Gerade erst ein bisschen Felsen weg, glaube ich. Außerdem hat er mein Tabajara auch gefressen, als er da reingeglitscht war. Ah, jetzt kommt er, glaube ich, jetzt gerade bewegt. Alter, das ist aber echt gigant, ne? Mann. Na, Kumpel? Wie geht's dir so? Ein bisschen Angst habe ich vor dir, ne? Das wollte ich dir nur mal so sagen. Aber ich finde dich total nett. Guck mal an, der Tabajara ist so groß wie der Kopf von denen. Komm mal hier rüber. Oder, warte mal, weil der Quetzi muss noch mal mit. Kriegen wir ihn denn überhaupt auf den Quetzi raus? Oh Gott, das sind alles so viele Fragen. Warte, ich lande mal den Quetzi. Ich lande mal den Quetzi drüben. Ja, sonst springt die immer rechts ab, weißt du? Und jetzt springt er auf einmal links ab. Das ist natürlich. Ich mach's nochmal ein bisschen. Da bin ich mal gespannt. Meine Quetzi haben wir eigentlich nur auf Gewicht gekriegt, ne? Dann ist es bei dir drauf gleich, also dass ich mit auf den Tabajara komme. Mit er, weißt du? Naja. Oh, hallo. Praktisch. Oh, Alter, guck dir mal an, wie groß der ist, ey. Praktisch, wie er dich anguckt. Hallo, Mann, du kleines Happelchen. Na, du Leckerli, was machst du denn hier unten? Ich habe Hunger. Sorgt dafür, dass ich immer was zu fressen habe, dann werde ich ganz lieb zu euch sein, ganz bestimmt. Okay. Das haben wir dir fast geglaubt. Den stellen wir irgendwie weit weg. Ich weiß nicht, wo wir den abstellen wollen. Erstmal weiß ich gar nicht, ob wir ihn hier raufkriegen. Ich versuch's mal. Warte mal, ich will mal ganz kurz einen Tabajara. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Mal mit dem Tabajara weg. Warte mal, bitte. Ich muss einmal ganz kurz verhalten und aktivieren auf mich. So, und dann. Oh, nicht runterfallen. Das wird doch alles so aufregend. Wie der Ronek guckt einfach, ne? Ich bin gespannt, wie es aussieht, wenn wir den Quetzi abheben, Alter. Giganoto. Aber wir haben den. Ist er drauf? Oh, guck mal, der Quetzi schreit schon. Oh Gott, wie schwer ist der denn? Seid ihr bekloppt? Ich weiß nicht. Guck mal, guck. Der Quetzi, Alter. Seid ihr bescheuert oder was? Ich glaube, das ist nicht ganz drauf, oder? Was? Ich kann auch kein Stück. Mal abheben, mal gucken. Er ist runtergefallen oder bist du drauf? Nein, stopp, der ist nicht. Ich muss noch abstellen. Achso. Ja, warte. Ein Glück haben wir den Quetzi so viel auf Gewicht gepimpt, Alter. Das ist ja. Stell ihn mal ab. Inka, abstellen. Geh doch mal zu deinem Bein dahin, Mann.
Ich flieg, glaube ich, flach, falls er runterfällt, damit er dann. Ja, bitte. Damit er nicht kaputt geht, aber andersrum. Aber nicht, also nicht zu flach, nicht, dass wir in den Bäumen hängen bleiben. Das funktioniert auch nicht. Ich flieg flusslängs. Soll ich runter zu dir kommen auf deinen Tapajama? Warte, ich will mal kurz. Ich bleib stehen und will zu oben. Ein groteskes Bild, Alter. Das wird ein geiles Thumbnail. Wo will er denn jetzt hinlatschen? Da stellt sich richtig hin. Das ist so grotesk. Guckt euch das an, Alter. Ein Giganotto auf dem Quetzi drauf. Oh, das ist brutal. Der Quetzi muss sich auch verarschen, wie er gerade geguckt hat, ne? So, Leute, wie gesagt, wenn wir einen Sattel haben für ihn, dann können wir mal nochmal wieder reinschalten, machen, wenn Insel rumrennt. Ne, dann reiten wir weg von der Insel, dann fliegen wir von der Insel runter, um ihn dann mal auszuprobieren, glaube ich. Ich glaube, das ist, glaube ich, sinnvoller irgendwie, ne? Ich meine, der so, wie gesagt, wenn er weg auf unsere anderen Saurier losgeht, ich meine, er soll ja sowieso ein bisschen Matsch am Paddel haben. Alter, ist das. Mach auf, mich zu lärmen! Hör auf, da dich zu bewegen! Ich mag keine Rückmassage jetzt, sagte Quetzi. So, meine lieben Leute, wir schalten dann wieder rein, wie gesagt, in den Sattel und dann bis gleich. Jaju. So, letzte Aufnahme vom Giganotto. Tatsächlich haben wir jetzt einen Sattel geschaffen. Und Inka kommt mal ganz kurz mit ihren Rex, mit dem T-Rex einmal vorbei. Damit wir auch mal den Vergleich haben. Der passt hier gar nicht mal ins Bild, so groß. Alter. Das ist so, als hättest du dem T-Rex einen Raptor, Alter. So, ich das ist nicht dein. Das ist nicht euer Ernst. Hol mal. Gut gebrüllt, Löwe. Das Ding ist ja. Ist so gigantisch groß irgendwie. Das ist echt irre. Ein Plattformsattel hätte, würde hier echt Sinn machen, ne? Tatsächlich. Ja, zumal er auch eigentlich einen schönen geraden Rücken hat. Ja, ja. Alter. Komm mal, ich will dir mal ganz kurz entgegenkommen. Na, Kleine, wie heißt du? Bärbel. So fühlt mich gerade. Alter, ehrlich. Mann, ich bin immer noch stolz, weil wir waren so stolz, als wir beide T-Rex hatten, weil so groß und gigantisch, ne, und das Brüllen. Ja, aber jetzt ein Giganot daneben, das ist schon echt der Hammer. Ja, wir haben noch unser Skelett und hallo. Ach ja, unser Skelett T-Rex, ja. Ja, Freunde, das war der Giganotto. Ja, wie gesagt, es soll nicht leicht sein, mit ihm umzugehen. Jeder kleine Damage, den er kriegt, der schwingt um auf seine Reiter. Das heißt, er schüttelt euch ab und greift euch an. Soll wohl passieren, soweit. Aber das ist eine Herausforderung. Ich meine, den wirklich zu haben und damit mal auf Jagd zu gehen. Ich will mal ganz kurz einen kleinen Sprint mit denen hinlegen. Okay, ist nicht wirklich gigantisch, ne, aber. Ich meine, so ein Spino ist ja normalerweise auch ziemlich groß. Normalerweise. Ne? Aber naja, gut. Ja, wie gesagt, Freunde. Das, ja, wie gesagt, er schlägt auf seine Reiter um. Ja, Mosasaurus sehe ich gerade, ne? Hätten wir auch mal ein Video von machen können, wie wir ihn gezähmt haben, ne? Aber. Ja, man soll aufpassen. Jeder spitze Stein sorgt für einen Wutanfall. Wo bist denn da? Wo ist denn die Inka? Genau. Wo ist mein kleiner Leckerli? Komm her! In diese Bucht rein, da stellen wir uns erstmal ab. Alles klaro! Warte. Wir werden euch das später nochmal zeigen. Andy, wie wisst ihr noch nicht, aber ein Sicherheitsgefängnis bauen. Ja, so Godzilla. Hier King Kong Käfig oder sowas in der Richtung, ja? Damit wir, ich weiß nicht, wenn man die ganzen Geschichten so hört, dass er wirklich ausrasten mag und wirklich auf seine Tribes übergeht, dann hat man so ein bisschen Sorge, gerade wenn wir hier auf der Pflanzenfresserinsel sind und wir hier eigentlich nicht weiter weg können und wenn der hier mal richtig ausrastet. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hätte gegen unseren ganzen Sauriern. Aber es wäre sehr schade. Ich meine, die Zähmung hat sehr lange gedauert. Sehr, sehr lange. Nur der Quetzi war länger, ne? Ich glaube, mit dem Quetzi war richtig lang. Oder was? War der Moser länger? Der Moser war auch ziemlich lang. Ne? Aber ich glaube, bei Moser hat mit Glück, der hat noch auch irgendwie. Aber überhaupt die Betäubung war sehr lange. Ich meine, und ist da zwischendurch mal was ausgegangen und so und alles. Und wir haben nur nicht alles gezeigt. Wir mussten ja immer wieder aus den Tabajaras und aus den Quetzes immer neue Betäubungspfeile rausholen, die wir mitgeschleppt hatten und alles. Also es hat echt lange gedauert. Ja, bei Moser hat es eher lange gedauert, den überhaupt zu finden und dann gezähmt zu bekommen, weil wir hatten es nämlich auch schon gehabt,
dass wir ihn angeschossen haben, der war auf einmal weg. Ja, bestimmt. Weil er sich weggewirbelt und so. Also es hat ewig gedauert, den Moser zu kriegen. Ja, und bei ihm hier hat man wirklich Glück gehabt, dass er wirklich in diesen Felsen eingeglinscht war. Und beim Quetzal war es so, auch da war Glück, den irgendwann mal zu finden. Ja. Und dann ist es halt, der erste wurde ja gefressen von den Raptoren. Und dann hat es lange gedauert, ihn wirklich zu zähmen. Das hat lange gedauert. Da musste man richtig geduldig sein und aufpassen und über Nacht und so, ne? Dass wir da nicht, dass wir ihn nicht verlieren. Ja, das also war wirklich schon echt lange. Guck ihn mal nochmal an. Und welches Tier hier auch schwierig ist von der Zähmung her, finde ich, ist der Teratinosaurus. Weil der braucht echt lange um und dann verbraucht er und du musst immer aufpassen, dass man nicht zu sehr betäubt, damit er nicht dabei stirbt. Aber ich muss sagen, also Giga war eigentlich so das Schwerste, um ihn überhaupt schlafen zu legen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind da hinterher geflogen. Ein Giga hatten wir in den Bergen verloren. Ob es nur selbe gewesen ist, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie weit er wandert. Aber ja, gleich taucht er hier auf. Nein, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja derselbe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war lange. Das hat. Alter, die Frage ist, wofür gibt es solche großen Wesen eigentlich? Warte mal, was fressen die so? Ich meine, so eine Kuh oder so reicht ja nun auch nicht. So, Freunde, wie gesagt, wir sehen uns wieder bei der nächsten Zähmung, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, das hat sich erledigt. Wenn vielleicht mal, wenn wir Ragnarök oder sonstigen Arktal spielen, wenn es da irgendwas gibt, was wir hier noch nicht haben. Doch eine Zähmung wollte ich nochmal, diesen Varan aus den Höhlen. Den wollte ich gerne nochmal rausholen. Und den Tintenfisch. Stimmt, den Tintenfisch auch noch. Ja, aber das ist ziemlich kompliziert, ne? Da müssen wir irgendwas in die Futterluke schmeißen und dann, ne? Gut, aber das ist was anderes. Wir sind jetzt hier beim Giga gewesen und wir verabschieden uns auch mit einem großen, herzhaften. Hat ihn gelevelt direkt. So, bis zum nächsten Mal, Leute, und tschüss!